Dies ist eine der wohl bekanntesten Melodien. Sie stammt aus der Symphonie in G-Moll, die Mozart im Sommer 1788 schreibt. Der Komponist lebt in einer Vorstadtwohnung in Währing. Er befindet sich in einer enorm schöpferischen Phase, es plagen ihn jedoch finanzielle Sorgen. Einem Freund schreibt er: Ich habe in den 10 Tagen, dass ich hier wohne, mehr gearbeitet als in den Analogis in 2 Monaten. Und kämen mir nicht so oft schwarze Gedanken, würde es mir noch besser vonstatten gehen. Ob Mozart aus dem Werk Kapital schlagen kann, wissen wir nicht. Vermutlich wird die berühmte Symphonie im Hofburgtheater aufgeführt, wenige Monate vor dem Tod des Meisters. Sicher ist, dass das Werk alle nachfolgenden Komponisten beeindruckt. Beethoven notiert sogar einige Takte daraus in den Skizzen zu seiner 5. Heute befindet sich das Original der G-Moll-Symphonie in Wien im Besitz der Gesellschaft der Musikfreunde. Im Mozart-Jahr ehren sie den Meister mit einer Reihe von Konzerten, bei denen etwa die Wiener Philharmoniker zu hören sind oder der Concentus Musicus unter Nikolaus Arnon Chor. Nach einigen Tagen schwerster Krankheit stirbt Wolfgang Amadeus Mozart am 5. Dezember 1791 um 0.55 Uhr in seiner Wohnung in der Rauensteingasse Nr. 8. Die Todesursache ist nicht eindeutig geklärt. Genannt werden hitziges Frieselfieber, Rheuma, Herzversagen, Quecksilbervergiftung und Aderlass. Bei der Beisetzung am darauffolgenden Tag begleiten nur wenige Freunde die Leiche zur Einsegnung in den Wiener Stephansdom.